Junge, das war knapp. Was macht sie denn ja? Man sollte euch auch echt feuern, ne? Moin und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge LSPDFA. Heute mal in Deutschland, eher gesagt in Thüringen unterwegs. Mit einem Tiguan von DFL Modding. Der Link zu deren Discord findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zum Fahrzeug. Und ja, wenn es euch gefällt, Like und Abo auf jeden Fall nicht vergessen. Und dann würde ich jetzt sagen, fahren wir mal los. Warum liegt hier ein Toter? Warum liegt hier ein Toter? Einmal die EMS. Gut. Bester Cop, ey. Kommen die Medics schon so schnell? Ja gut, die Medics kommen schon. Komm, schafft ihr es auch? Komm, hier. Die weiteren Links zu den Fahrzeugen, die ich auch gerade noch benutze, findet ihr entweder auch in der Videobeschreibung oder in meinem Discord. Ich habe den Traffic jetzt einfach mal angehalten. City of Saints? More like City of Death. Just what is going on? Can't wait till my shift is over. Ein Corona bitte einmal. Also ein Gerichtsmediziner. Warum hupen die denn jetzt eigentlich an, wenn sie sowieso... Achso, der Medic ist deswegen nicht weitergefahren. Abgeschossen. Können Sie auch mal fahren? Da wurde einfach der. Da kommen die Medics schon wieder. Perfekt. Perfekt. Dann schön da noch, Kollege. Oder er. Gerichtsmediziner. Und ja, dann würde ich sagen, dass ich mal weiter auf Streife fahre und wir sehen uns dann. Okay, da fahre ich mal hin. Gut, das ist jetzt nicht so schwer zu finden. Hallo? Kommen Sie mal her für eine Sekunde. Lassen Sie mich alleine. Kommen Sie runter, Sir. Okay. Arrest or dismiss this person. Ich lasse Sie gehen, wenn Sie mir die Flasche geben. Ich schütte doch noch. So, Dispatch zu Ende. So, ja, das war doch ein erfolgreicher Einsatz. Den überprüfe ich mal hier recht. Der in der Mülltonne rumgrapscht.
Geben Sie mal bitte Ihren Ausweis. Und einen weiteren. Einmal bitte Jimmy Hester überprüfen. Scheint alles okay zu sein. Denn. Nein! Stopp! Ich wollte es abbrechen. Perfekt, ey. Das tut mir leid, ich habe sie aus Versehen festgenommen. Das tut mir sehr leid. Schönen Tag noch. Ich würde sagen, dass ich mal dahin fahre zu dem Einsatz und wir sehen uns dann dort, würde ich sagen. So, fast angekommen hier. Mal schauen. Okay, blinken geht auch. Dankeschön dafür. Ich glaube, ich habe da unten schon eine ganze Menschenmenge gesehen. Oh, warte. Oh. Geiselnehmer. Und. Dann SWAT. Na gut, ich habe leider nur eine Pistole, also was ist das Problem? Gut. Ja gut, da merkt man, dass ich was vergessen habe. Kollegen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Irgendwie nicht. Hallo? Hey, nicht die ganze Zeit anschießen, die Idioten. Hallo? Ambulance. Ah, da kommt die Ambulance schon. Ich glaube, Feuerwehr können wir auch gebrauchen. Wo ist der Medic hin? Ach, Kollege, servus, ne? Warum? Ernsthaft, Kollege, was hast du gemacht? Wieso steht mein Auto auf deinem Auto oben drauf? Hier, geh mal ein bisschen auf den Weg. Na komm, von der Feuerwehr. Los. Es gibt Arbeit. Kümmern Sie sich jetzt darum oder wie? Ja, wir brauchen doch aber die Medics, die sich darum kümmern. Warte, ich schon mal deren Auto ein bisschen näher. Ne, das kann ich nicht übernehmen, auch wenn es hier CPS fehlt. Eine Corona-Unit bitte. Und noch eine Corona-Unit, aber einmal durchsuchen. Woher kommen jetzt die Medics schon wieder? Ein kleiner Revolver. Auch den Körper durchsuche ich einmal. Das ist doch schon gefällt, oder nicht? Achso, für mich. Ja, danke schön. Fentanyl-Tee. Die kenne ich mir nicht aus. Was ist das? Was machst du mit deinem Reifen? Ja, gut. Ich würde sagen, dass die Corona-Units den jetzt hier noch rein. Okay. Damit würde ich sagen, war dieser Einsatz eigentlich auch zu Ende. Und ja, ich warte auf den nächsten.
Fine with heels. Shots fired. All units respond. Code 99. Hä? Roger K. Ich hatte doch gerade einen Auftrag, oder nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. Sollte langsam aber sicher auch gut treffen können. Dann noch so ein Tier, ey. Oha, clean Headshots. Oh, ey. Code 3 EMS hol ich mal und ich fahre dann weiter bis zum nächsten. Schön, Junge, wie viele Autos kommen hier? Oh, Hilfe. Ich fahre mal weiter. Und warum läuft es auf der Straße? Mein Gott, ey. In Deutschland laufen echt alle auf der Straße. Ich hole mir mal ein neues Dienstauto und wir sehen uns dann später. So. Ich habe einen Callout reingekriegt. Mir wurde gesagt, ich soll ohne Blaulicht und Sirene anfahren. Und ja, ich würde sagen, dass ich da mal hinfahre. Und dass wir uns dann wieder sehen, wenn ich dort angekommen bin. So, da bin ich auch schon fast angekommen. Mal schauen. Das Haus hier wohl. Burglar, was ist das? Weiß ich leider nicht. Ich such mal. Da könnte ja nicht nur auf den Grundstück, sondern. Ist das hier der. Ah! Hände hoch! Runter auf den Boden! Ach so, Einbrecher. Runter auf den Boden, Polizei. Sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachtes. Hier einbrechen zu wollen. Wortfindung war auf jeden Fall nicht dort. Dann werde ich sie einmal durchsuchen. Na gut. Dann schreibe ich mal schnell auf, was an der Tür so kaputt ist. Ich hab was kaputtes an der Tür gefunden. Aha. Was wollten Sie hier? Geld. Haben Sie keinen Job? Doch. Yeah, haben Sie nicht. Also, das war nicht so schlau, dass Sie eingebrochen sind, ne? Ja. Ich brauche mal eine Abholung für ihn. Wait, what? Jetzt muss ich ihn fahren. Nehmen. Ach, dann nehme ich ihn mal. Dann kommen sie mal mit in mein Auto. Schön, dass ich die fremden Vorgärten reinlaufen. So, sie können mal hinten einsteigen. We've got a 415 in Del Perro. Respond code 3. Ah, ne, den Auftrag kann ich leider nicht annehmen. Ich muss erstmal. Ist da ein Blaulicht? Warum ist da Blaulicht? Da schaue ich mal schnell vorbei. Warum ist denn da Blaulicht? Wo ist hier Blaulicht? Blaulicht. Ja, gut. Irgendwie doch nicht Blaulicht. Na gut, dann. Fahr ich den mal in den Knast und dann fahren wir danach den Einsatz an. Bis gleich. So, da sind wir auch schon gleich angekommen. Das Navi zeigt irgendwas Falsches an, aber
Ja, mal schauen, was hier ist. Das war ja Q3. Mediziner. Und wo soll ich jetzt hinfahren? Jetzt soll ich... Hä? Ja, danke dafür, Mediziner. Danke für nichts, ey. Dann fahren wir mal schnell den Dispatch an, würde ich sagen. Aus dem Weg. Wir sehen uns gleich, würde ich sagen. So, da sind wir angekommen. Oh Gott. Und dann fahren wir hier mal schnell hin. Ein sind schon hier tatsächlich, Kollegen. Oh Gott, hier wurde geschossen. Das ist nicht so gut. Hallo Officer. Hallo Sir, können Sie mir sagen, was passiert ist? Ich bin hier nur rumgelaufen und dann sah diese Person auf Wunder. Haben Sie jemanden gesehen? Ich sah eine junge Frau, die aus dem Shop. Oh, danke schön. Ich such die Person mal. Das Driver License habe ich gefunden. Oh, Munitions. Wir hatten hier Low geschrien. Der wollte auf jeden Fall, dass er stirbt. That ain't good. Ich geh mal in den Laden. Kann ich einfach nicht. Das ist natürlich schlecht. Da muss ich wohl mal cheaten. Ah, hallo Frau, hallo Ma'am. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Sie kam aus ihrer Pause und dann hat sie die Schüsse gehört und dann was? Sie lag die am Boden und dann ist sie reingerannt, um sich selber zu retten. Das war ihre... Oh, sie hat gerade gesagt, dass ihr Boss ihre Bossin war. Und da bin ich wieder draußen. So, ja, das ist natürlich nicht so schön. Würde ich ja sagen, dass wir auf jeden Fall eine EMS holen. Ich kann sogar jetzt schon eine Corona-Unit anfordern, aber... Perfekt, Medics. Ja, hierher. Bitte, nicht irgendwo anders hinfahren. Oh, es sieht doch schon schön aus hier, ne? Wow, beste Leute, ey. Fahrt euch noch das Auto kaputt. Work with me, damn it. They didn't make it. Ja, ist schief gegangen. Dann hol ich mal. Hold here. Ey, was seid ihr denn für welche? Brauche ich mal den Corona-Unit. Ja, ihr habt so. Ey, mein Auto! Wie fahrt ihr denn? Also, Entschuldigung, ne? Ja, am besten fahrt ihr jetzt noch die Kollegen an, ne? Wenn ihr das macht. Junge, das war knapp. Was macht sie denn ja? Man sollte euch auch echt feuern, ne? Ey, was seid ihr denn für Medics? Meine Güte. Junge! Hä? No further units required. So, die nehmen die mit und damit ist dieser Fall auch zu Ende. Und ich würde sagen, dass hiermit die Folge beendet ist, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall ein Like und ein Abo nicht vergessen. Die Links zu den Fahrzeugen findet ihr entweder unten in der Videobeschreibung oder im Discord.
Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.